So, Turbolader darf natürlich nach links und rechts Spiel haben. Und das ist schon ein bisschen zu viel. Aber darf nicht nach vorne und nach hinten gehen. Und härter. Und ihr seht hier die ganzen Schürfungen hier. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Nach 50 Kilometer, nicht mal nach 50 Kilometer, ist der Turbo richtig platt. Ja, deswegen, ja, habe ich euch den Turbo auch nicht empfohlen. Willkommen bei Kfz-Fuzzis, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um mein Lupo. Ja, bei dem Lupo gab es natürlich Probleme. Ja, ihr habt natürlich, der eine oder andere hat halt hingeschrieben, dass der nicht so gut wäre. Hat es mit dem und dem verglichen. Alles gut, könnt ihr machen. Auch kein Hate von mir. Alles gut. So, dabei habe ich mir natürlich ein bisschen angeschaut. Also ich erzähle euch die Geschichte mal von Anfang an. So, wir haben den Wagen fertig gemacht. Ich und Rafet haben den fertig gemacht, haben die erste Fahrt gemacht. Boom, das Ding ist explodiert. Zweiter Gang, dritter Gang, super. Haben den gefahren, super, alles super. Ey, das war extrem. Wir sind dabei einmal zu unserer Strecke gefahren, getankt, zur Strecke gefahren, haben das erste Video gemacht, das, was ihr gesehen habt. Wir waren auch am Anfang. Nicht erstaunt, wir waren auch so, wir waren ratlos. Wir haben gesagt, ey, wir haben den Punch da, aber die Zeiten stimmen nicht. Irgendwas stimmt nicht. Dabei haben wir gemacht, ja, haben wir alles kontrolliert. Ich habe das ganze Elektrik nochmal kontrolliert. N75 Schubumwind, Ladeschläuche kontrolliert. Ich habe alles kontrolliert. Nein, alles gut, Druck ist da, alles super. Ich gesagt, okay, Massenmesser sauber gemacht, gemessen, getan. Also ihr müsst euch vorstellen, ungefähr ein paar Tage Arbeit, nach der Arbeit bei mir, wo ich meinen Kopf halt richtig kaputt gemacht habe, angeschaut habe, und wer mich kennt, persönlich kennt, er weiß, wie ich die letzten Tage drauf war, weil ich echt an dem Wagen zu knabbern hatte. Geguckt habe, das kann nicht sein. Okay, ich habe gesagt, vielleicht doch die Software, vielleicht doch die Düsen, vielleicht doch der Auspuff. Alles habe ich gesagt, okay, kann alles sein. Weil ich irgendwo, weil ihr müsst euch vorstellen, ne, das kenne ich von meinen Kollegen. Ne, wir reden ja sehr oft mit Kollegen. Der Kollege, der Wagen zieht nicht, macht nicht, tut nicht, sucht überall, aber sieht einfach, man sagt ja, man sieht den Wald voller Bäume nicht mehr. Und so war ich auch jetzt. Ne, wenn jetzt da irgendwo eine Schraube ab, wäre ich jetzt nicht mehr gesehen, weil ich so einen Kopf hatte. Egal, langer Rede, kurzer Sinn. Heute kam der Kollege Adam, grüß dich. Adam kam, wir haben nochmal kontrolliert, wir haben nochmal den Basegate eingestellt, wir haben nochmal geguckt, wir haben gefahren. Der will, aber der kann nicht. Der will, aber der kann nicht. Dann haben wir einmal den Turbo ausgebaut, den Turbostauch ausgebaut, weil den hatte ich noch nicht kontrolliert. Und siehe da, der Turbo hat extremen Spiel. Also ihr wisst, ein Turbo darf ganz leicht nach oben, nach unten Spiel haben, aber niemals rein und raus. Ne, darf der nicht haben, und der hat extremen Spiegel. Nach oben, nach unten, nach rein und raus. Also das darf der nicht haben. Der Turbo ist defekt. Und man sieht die Schleifspuren extrem. Ja, aus diesem Grunde habe ich auch den Turbo Leuten auf Instagram oder sei es in diesem Video oder in diesem Projekt nicht weiter empfohlen. Genau aus diesem Grund. Weil ich es erstmal selber testen wollte. Hätte ich das getestet, hätten wir keine Probleme, hätte ich euch jeden den Link zugeschickt und gesagt, Jungs, hier. So viele haben mir auf Instagram geschrieben, haben gesagt, Yunus, was für ein Turbo hast du eingebaut? Ich habe gesagt, Jungs, wartet erstmal. Genau, keine 50 Kilometer und der Turbolader ist hinüber. Das ist krass, das kann ich euch gar nicht sagen. Und bei dem Turbolader haben wir sowieso schon ein Problem gehabt, leichten Öl, habe ich euch erzählt. Die wollten mal einen Turbolader schicken, haben die nicht gemacht, auch Ehrenmänner. Ne? Ich habe die ersten in diesem Video, haben mir geschrieben, ja natürlich, ich kriege sofort einen Turbolader hinterher geschickt. Ich bin vom Urlaub wieder zurück, immer noch kein Turbolader. Ich schreibe die 300 Mal an, keine Antwort. Ehrenmann, ne? Geil, dazu sage ich da nur Ehrenmann. So, auf jeden Fall, ihr wisst, wer diesem Projekt gefolgt hat, oder folgt, weiß, dass ich von Anfang an gesagt habe, wir bauen den GT30 ein. Und dann habe ich ja gesagt, damit ihr es nachbaut, haben wir uns für den GT28 entschieden.
weil der jetzt ein bisschen monströser ist. Jetzt ist mir das egal, weil ich mein Low-Budget treu bleibe. Ich weiß, der eine wird oder der andere wird jetzt hinschreiben, Jonas zu groß, Turboloch zu groß, Turbo kommt zu spät. Das ist mir alles egal. Ich möchte den Turbo hier einbauen, ich brauche Low-Budget. Und wenn ich auch der Turbo um 5000 Umdrehungen kommt und bis 6,5 nur drehen kann, dann mache ich das. Hauptsache, der läuft. Weil dieser Turbolader ist auch ein China-Lader, aber ein, ich sag mal, ein guter China-Lader. Weil der hier wurde schon, also der wurde schon, also der ist ein bisschen teurer, ne? Der ist ein bisschen teurer, das Ganze. Und der wurde schon kontrolliert. Deswegen, den Turbolader traue ich. Er wird auf jeden Fall spät anspringen. Das ist keine Frage. Aber egal, ich bleibe meinem Low-Budget treu. Ich will so wenig wie möglich ändern. Das heißt, da ist sogar der Krümmer, passt sogar hier drauf. Das heißt, da ändern wir sogar nichts. Der passt direkt drauf und das Ding ist fertig. Ne? Krümmer rein, der hier rein. Bisschen vielleicht anpassen das Ganze nochmal. Schläuche natürlich anpassen. Ansaugung anpassen und das Ding ist sofort umgebaut. Bisschen Spritzwand vielleicht. Das heißt, Wasserkasten vielleicht nochmal wieder zur Seite und so. Das sind Kleinigkeiten. Das werden wir jetzt einbauen. Ein GT30. So, und Jungs, ganz ehrlich, wenn ihr einen GT28 umbauen wollt, macht es. Ist ein geiler Lader. Aber holt euch keinen China-Lader. Ich bin echt enttäuscht von der ganzen Sache. Ja, ich baue jetzt einen GT30 China-Lader, aber das ist ein Qualitätsding. Das merkt man auch direkt. Bei dem hatte ich von Anfang an kein gutes Gefühl, weil Anfang an hatte ich Probleme mit dem Typen. Anfang an hat der Öl verloren, ich habe den angesprochen und das war das Problem. In meiner Meinung war, die Ölleitung war leicht undicht, es war ganz leicht undicht und dadurch hat er nicht genug geölt, der Turbo, und dadurch kaputt gegangen. Kann ich mir anders nicht vorstellen, weil nach 50 Kilometern geht kein Turbolader so dermaßen kaputt. Ihr seht es selber. Und ich hatte auch Spiel schon gehabt. Aber ihr wisst, wenn ihr einen Turbolader habt, kann er auch ganz leichte Spiele haben. Weil der Öldruck kontrolliert das Ganze. Das heißt, der Öldruck ist da, er stabilisiert sich aber niemals so. Und niemals solche Kratzer macht er rein. Es sei denn, wann, der Wagen ist kalt, zack, anmachen, Vollgas geben. Dann kriegt man den Turbo auch sehr schnell kaputt. So viel dazu. Wir haben den Fehler gefunden. Der Turbolader ist jetzt raus, was heißt raus, wir haben den halt, das war vorhin einfach. Ne, darum haue ich auch diesen Statement ganz schnell raus, damit ihr das halt wisst, was Sache ist und euch den einen oder anderen Kommentar einfach nur spart. Ne? Ich weiß selber, da muss ein bisschen mehr rauskommen, aber ich bin trotzdem auf dieses Projekt stolz. Weil, Jungs, es ist ein 500-Euro Projekt. Es ist nicht wie mein S3. Fast 30.000 Projekt. Ne? Es ist ein 500-Euro Projekt, ganz ehrlich. Bei dem S3 habe ich auch sehr viel Lehrgeld bezahlen müssen, was jeder mal macht, der einen Umbau macht. Ihr wisst das. Der ein oder andere Tuner weiß das. Der ein oder andere Hobbyschrauber weiß das. Oder der einfach mal Liebe in sein Auto steckt, der weiß, dass er sehr viel Geld drauf geht. Und bei dem wollte ich das genau nicht so machen. Ich habe gesagt, das holen, das ist billig, das ist billig, das ist billig. Und trotzdem muss ich sagen, obwohl der Turbolader kaputt war, ich und Rafet hatten jede Menge Spaß damit gehabt. Rafet? Genau. Wir hatten echt Spaß gemacht. Ja. Also Spaß gehabt. Der Turbolader ist defekt, den will ich ausgebauten Zustand, will ich euch nochmal zeigen, was Sache ist. Und danach, ja. Und der hat sogar Öl. Sehr viel Öl gefressen. Das habe ich auch gemerkt. Da muss ich auch nochmal schauen. Ich bin mir sicher, dass er innen drin richtig verölt ist. Aber das ausgebauten Zustand zeige ich euch. Ja, da wird zeitnah kommen, das Ganze, weil der Turbolader, 4 Schrauben, 2 Wasserleitungen, Öl, Wasser, das geht schnell. Turbo geht schnell ab, wir haben jetzt keine Zeit, nach dem Feierabend. Der Rafael will nach Hause, glaube ich. Der wackelt schon ganz komisch hier. Und deswegen, Jungs, dann machen wir halt ein Lupo mit GT30. Aber ihr seht, ihr habt es ja selber gesehen, was für ein krasses Spiel der hat. Schade. Schade, schade, schade. Es sind wieder Sachen, muss nicht sein, es sind Zeiten, die werden wieder drauf gehen, aber für euch mache ich das ja gerne und für mich das selber. Ich möchte ja selber wissen, was Sache ist. Und es ist aber alles in Ordnung. Ich habe alles 10-mal durchgecheckt. Ehrlich, ich habe das ganze Elektrik nochmal rausgeholt. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Stunden ich verbracht habe. Das hat man auch gemerkt, weil ich kaum
auf mein Handy starren konnte oder mein Video kurz gucken konnte, ne, weil ich fast jeden Tag geschraubt, aber nachts, wir reden von nachts, geschraubt bis nach Abend und da habe ich gesagt, komm, ausprobieren. Wiedergekommen, ausgekühlt, wieder das Gleiche, wieder geguckt, wieder geschraubt, wieder hingegangen, wieder Elektrik gemessen, wieder geguckt. Und das ging echt so die ganzen Tage. Egal, langer Rede, kurzer Sinn. Turbo ist kaputt, GT30 kommt rein. Seid gespannt, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Einmal abonnieren, ich bin jetzt weg. Euer Kfz-Fuzzi, bis dann. Ciao.